So, die Aufzeichnung läuft. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir sind weiterhin in Fachdidaktik 1 der Informatik, sind jetzt in der Informatik und Gesellschaft im Kapitel 02, haben die rechtliche Seite letztes Mal abgeschlossen und sind schon zur ethischen Seite gekommen, haben da schon einiges dabei gesehen, sind jetzt hier, das war die letzte Folie, die wir beim letzten Mal diskutiert hatten, die wir jetzt nicht nochmal wieder diskutieren müssen, einfach nur als Einstieg. So schwerwiegende Entscheidungen. Also, was sind ethische Probleme speziell bei Informatik? Wenn man Software programmiert, die Entscheidungen zu treffen hat, dann wirft das natürlich ethische Fragestellungen auf, die nochmal ganz anderer Natur sind, die ähnlich sind, wie wenn Menschen diese Entscheidung treffen, natürlich. Aber auch dann ganz anders geartet sind, zum Beispiel, weil sehr schnell eine Entscheidung getroffen werden muss, automatisiert, ohne dass Menschen da noch dazwischen sind, die darüber nachdenken könnten und so weiter und so fort. So, schwerwiegende Entscheidungen über Leben und Tod war der erste Punkt, den wir ganz am Schluss dann beim letzten Mal hatten. Und nächster Punkt, schwerwiegende Entscheidungen über materielle finanzielle Güter. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel etwas, womit Sie vermutlich irgendwann mal in Berührung kommen oder womit Sie vielleicht auch schon in Berührung gekommen sind, wenn Sie etwa einen Mobilfunkvertrag abschließen oder verschiedene andere Verträge, dass dann eine Auskunft, dass Sie zustimmen müssen mit Unterschrift, dass eine Auskunft über Sie bei einer der entsprechenden Unternehmungen, wie zum Beispiel Schufa oder Kreditreform, dass der Anbieter, bevor er den Vertrag mit Ihnen schließt, dass er da eine Auskunft holen kann, ob Sie nicht vielleicht irgendwelche finanziellen Probleme haben, zu viele Kredite, insolvent schon mal waren und so weiter und so fort. Das sind rein statistische Kriterien. Da geht zum Beispiel ein so Sachen wie die Anzahl der Bankverbindungen, die Sie so haben, die Anzahl der Mobilfunkverträge, die Sie auch schon haben, wie oft Sie Ihren Wohnort in der Vergangenheit gewechselt haben und so weiter und so fort. Ja, das heißt also, reine Statistik, die dann darüber entscheidet, wie gut oder wie schlecht Sie bewertet werden, also welche Prognose für Sie gegeben wird da und daraufhin dann eben, ob der Vertrag mit Ihnen geschlossen wird oder nicht, beispielsweise beim Kredit, nicht nur die Frage, ob der Kredit geschlossen wird mit Ihnen, ob Sie einen Kredit bekommen, sondern auch die Frage, wie hoch der Zinssatz ist, der Ihnen angeboten wird. Ja, je risikoreicher Sie erscheinen aufgrund dieser statistischen Betrachtungen, umso höher das Risiko. Theoretisch ist es noch möglich, dass der Mensch in der Bank, der die Software bedient, dass der dann nochmal die Entscheidung revidiert. Aber erstens mal gibt es ja eine ganze Menge Direktbanken, wo es gar keinen Menschen mehr dazwischen gibt. Und zweitens mal ist es für den Menschen natürlich auch schwierig, ihnen einen Kredit zu geben, wenn die Software sagt, nein, dieser Mensch darf keinen Kredit kriegen aufgrund dieser statistischen Gegebenheiten. Das wird dem Einzelfall natürlich nicht gerecht. Sie können gute Gründe haben, warum Sie in der jüngeren Vergangenheit öfters mal den Wohnort gewechselt haben, aber diese Gründe tauchen natürlich auch nicht auf und zählen daher nicht. Andere Sachen sind zum Beispiel wie Hochfrequenzhandel, dass es schneller geht, so schnell geht, dass der Mensch da gar nicht eingreifen kann. Und da stellt sich dann die Problematik, dass wir in solchen Fällen Systemrisiken drin haben. Ja, wenn ohne, dass da irgendjemand noch ein bisschen cool reagieren kann, wenn da plötzlich aufgrund irgendeiner kleinen Gegebenheit, irgendeiner kleinen Änderung jetzt plötzlich alle möglichen Algorithmen auf Verkaufen umwechseln, ja, alle dieselbe Aktie verkaufen, dann geht die Aktie natürlich in den Keller, ohne dass es dafür einen wirklichen Grund gegeben hat. Und es kann sich vielleicht nicht nur um eine Aktie handeln, sondern um viele. Und es kann auch sein, dass sich das nicht sofort wieder erholt, sondern dass es dann zu einem echten Börsenabsturz kommen kann. So, das sind ethische Probleme, wenn die Software Entscheidungen trifft. Ein weiteres ethisches Problem ist das Thema Nudging. Das kennen Sie zum Beispiel, wenn Sie irgendwo im Internet was einkaufen.
dass sie dann Informationen bekommen, Leute, die sich dieses Produkt, was Sie jetzt gerade anschauen, Leute, die sich dieses Produkt anschauen, haben sich auch das und das Produkt angeschaut. Das können Sie für hilfreich oder für ärgerlich manipulativ finden, je nachdem, ob das, was Ihnen da angeboten wird, tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung ist oder nicht. So, und da muss, denke ich, wird man verschiedene Stufen unterscheiden müssen. Es gibt die Stufe, dass Sie eigentlich ja eine bestimmte Sache wollen, aber sich nicht aufraffen können, den inneren Schweinehund nicht überwinden können, um das tatsächlich auch zu machen. Zum Beispiel bei solchen Sachen wie, dass Sie sich eigentlich gerne ökologisch verhalten wollen, zum Beispiel auf Plastiktüten beim Einkaufen verzichten wollen, aber wenn Sie dann an der Kasse sind und feststellen, dass Sie wieder mal Ihren schönen Ökokorb vergessen haben zu Hause und die Plastiktüten da mit 10 Cent oder 5 Cent oder was das kostet, einfach in Reichweite ist, dann ist das natürlich kein ausreichendes Nudging. Wenn Sie erst durch den ganzen Supermarkt laufen müssen, um da irgendwo ganz hinten eine Plastiktüte zu kriegen und die dann auch noch 5 € kostet, dann werden Sie das zumindest beim nächsten Mal sicherlich überlegen. Ja. Organspendeausweis im Portemonnaie zu haben, ist ein anderes Beispiel, wo es immer mal wieder die Diskussion gibt. Erst beim, nicht beim jetzigen, sondern beim vorherigen Bundesgesundheitsminister die Frage, ob man die Beweislast nicht umkehren soll. Das heißt, jetzt ist es ja so, ich muss einen Organspendeausweis haben, mitführen, der vollständig und korrekt ausgefüllt und unterschrieben ist. Sonst ist Organentnahme erstmal per se nicht möglich in dem Fall, dass ich so weit bin, dass jetzt Organentnahme in Frage kommt. Man kann es natürlich auch umgekehrt drehen, dass man sagt, wer nicht aktiv widerspricht, der hat damit implizit zugestimmt. Auch eine Form von Nudging, dass man momentan macht man es den Menschen schwer, der Organentnahme zuzustimmen. Aber die Idee, die auch tatsächlich in verschiedenen Ländern realisiert ist, dass man es den Menschen schwer macht, der Organentnahme nicht zuzustimmen. Da hat immer noch jeder das Recht, der Organspende zu widersprechen. Und dann hoffe ich mal, wird es auch nicht passieren. Also das heißt, es ist kein Zwang, es ist keine Einschränkung der Freiheit, bloß die Bequemlichkeit ist jetzt hat von der einen Seite auf die andere Seite gegangen. So, es gibt aber natürlich problematische Formen von Nudging, dass man vielleicht sogar unbemerkt irgendwo hingelenkt wird, was man sich gar nicht vielleicht bewusst macht, gar nicht merkt, in welche Richtung man da gelenkt wird. Was natürlich ein hohes Missbrauchspotenzial hat, nicht mehr nur kommerziell. Denken Sie an irgendwelche unterschwellig wirkenden Werbemaßnahmen. Aber das ganze Reklame, das funktioniert natürlich auch im politischen Bereich. Ich möchte aber dazu sagen, dass Ethik ist durchaus ja nicht wirklich losgelöst von den jeweiligen Kulturen, von den jeweiligen Kulturkreisen. Ja, Ethik wird in verschiedenen Kulturkreisen sicherlich unterschiedlich gesehen und darin natürlich auch wieder in verschiedenen Milieus unterschiedlich und so weiter. Also das, was wir hier sehen zum Thema Nudging, zum Beispiel, zum Beispiel, dass man hier Werbung bekommt, die vielleicht unterschwellig wirkt, das wird nicht überall als ein Problem gesehen. Offensichtlich gibt es da Unterschiede in der Vorstellung über den Menschen, inwieweit der Mensch bei solchen Werbemaßnahmen nur hilfloses Opfer ist oder inwieweit der Mensch selber damit umgehen kann. Und wenn er der Werbung folgt, dass das einer für ihn, dass er da letztendlich seinem freien Willen folgt. So, und der dritte Punkt, wir hatten als ersten Punkt Entscheidungen treffen, problematische Entscheidungen treffen über Leib und Leben oder über hohe Sachgüter. Als zweiten Punkt Nudging und jetzt haben wir als dritten Punkt, jetzt sind wir wieder beim Datenschutz, sensible Daten, zum Beispiel so Sachen wie Kaufverhalten. Es gibt diese Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie wahr ist, aber sie wird immer wieder erzählt, dass Google von einer schwangeren Frau wusste, dass sie schwanger ist, obwohl die Frau selber nicht wusste, dass sie schwanger ist, einfach weil sich ihr
Kaufinteresse, nee, Google war es, ich kann auch sein, dass es irgendwie ein Supermarkt war. Es wird in verschiedenen Varianten erzählt, einfach weil sich das Kaufverhalten der Frau bei Lebensmitteln beispielsweise geändert hat, anderes Bedürfnis nach Nährstoffen, ohne dass sie selber wusste oder bemerkt hat, dass sich ihr Kaufverhalten geändert hat. Ob diese Geschichte stimmt, wie gesagt, weiß ich nicht, aber plausibel wäre sie ja. So, Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen. Jetzt kommen wir hier zu einem Unterschied, was der Computer alles kann, was der Mensch eigentlich nicht kann, weil er einfach nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten, nicht die Rechenkapazitäten hat, die ein Computer hat. Nämlich, dass die Daten, dass Riesenmengen an Daten auch für einen Menschen gesammelt werden und dass die dann auch sehr, sehr schnell im praktisch in Echtzeit dann auch zusammengeführt werden können, um über den Menschen ein gewisses Profil zu erstellen, um weitere um Informationen über einen Menschen zu bekommen, auch um anonymisierte Daten zu de-anonymisieren. Ja, wenn Sie irgendwo anonymisierte Daten finden, zum Beispiel zu wissenschaftlichen Zwecken, nicht anonyme Daten erhoben, aber anonymisiert, damit Sie dann ohne Datenschutzbedenken oder unter geringeren Datenschutzbedenken weiterverwendet werden können, dann ist es durchaus möglich. Ja, denken Sie an sowas wie die Matrikelnummer, wenn die irgendwo auftritt, Sie denken, dass das, dass damit, da, dass, dass das, oder zum Beispiel geografisches Tracking, ja, dass man aus den geografischen Daten per GPS Ihrem Smartphone dann durchaus zurückverfolgen kann, mit großer Bestimmtheit sagen kann, wer diese Person ist, die diese geografischen Wege hinterlassen hat. Ja, und auch hier wieder, auch das ist nicht in allen Kulturkreisen als Problem angesehen. Ja, das hat eben etwas damit zu tun, wie sehr man denjenigen, die solche Daten verarbeiten, misstraut. Ob man eher, ob ein Kulturkreis eher optimistisch oder eher pessimistisch gegenüber solchen Instanzen, gegenüber den Mächtigen ist. So, eigentlich die Probleme, die wir jetzt betrachtet haben, die sind eigentlich dasselbe, egal ob es von Algorithmen durchgeführt wird, ob es an Algorithmen delegiert wurde oder ob Menschen dasselbe machen. Aber es gibt doch Unterschiede, die jetzt ein bisschen angeklungen sind. Wir haben extreme Geschwindigkeit bei Entscheidungen, wie Hochfrequenzhandel. Es können sich Sachen aufschaukeln, ja, die sich sonst vielleicht nicht so aufgeschaukelt hätten. Ja, bei einer Börse kann man eigentlich zum Beispiel den Handel aussetzen, um dafür zu sorgen, dass hier nicht so eine Spirale in Gang kommt, um dafür zu sorgen, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Beim Hochfrequenzhandel, wo alles innerhalb einer Millisekunde passiert ist, wo das Kind in einer Millisekunde in den Brunnen gefallen ist, dürfte das natürlich schwierig sein. Auf der anderen Seite zum Thema Daten, dass es viel, viel mehr möglich ist, Informationen über einen Menschen miteinander zu verknüpfen und daraus ein ganzes Profil zu erstellen. Ja, also viel, viel mehr Möglichkeiten, als wenn Sie zum Beispiel den Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokratischen Republik bis 1989 ansehen, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die damals gegeben waren, haben es völlig unmöglich gemacht, da in so großer Menge Daten überhaupt erstmal zu sammeln und zu speichern. Ja, die Archive von solchen Geheimdiensten sind potenziell kilometerlang gewesen, also die Regale, wo die ganzen Ordner eingesammelt sind und dann die Sachen miteinander zu verknüpfen, das war weit natürlich jenseits der Möglichkeiten, die man heute per Knopfdruck hat. Und es ist eigentlich nur ein gradueller Unterschied, nicht? Es geht alles schneller. Es ist alles mehr in derselben Zeit möglich, aber aus graduellem Unterschied wird dann irgendwann, aus Quantität wird dann irgendwann Qualität, nicht? Das ist das Schlagwort. Gut. Schauen wir mal, was die Gesellschaft an die Informatiker für Anforderungen stellt.
Oder das gilt natürlich nicht nur für Informatiker, das gilt für die Mediziner, Ingenieure und so weiter natürlich genauso. Also, die Gesellschaft stellt schon die Anforderung an alle Leute, die mit so gefährlichen Sachen rumhantieren, wie beispielsweise Informatiker, wie beispielsweise Ingenieure, Mediziner und so weiter. Auch sicherlich Leute im Erziehungsberufen, die die Möglichkeiten haben, Kinder und Jugendliche zu manipulieren und so weiter. Stellt die Anforderung für ethische Probleme, jeweils sensibilisiert zu sein und auch dann entsprechend aktiv zu werden, zum Beispiel irgendwelche Probleme zu melden oder selber zu lösen, an die Öffentlichkeit zu gehen und so weiter. Also jemanden hinzuweisen, das kann der eigene Chef sein oder wenn Sie selbstständig sind, eher vielleicht den Kunden, bei dem Sie ethische Probleme sehen und so weiter. Und wenn das alles nicht hilft, vielleicht dann wirklich in irgendeiner Form anonym oder nicht anonym an die Öffentlichkeit zu gehen. Also eine ziemlich hohe Last, vor allem wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Whistleblowing erstmal typischerweise, da kommen Sie erstmal selber in juristische Probleme, wenn Sie Whistleblowing machen. Sie plaudern Geschäftsgeheimnisse aus oder Schlimmeres. Also im staatlichen Bereich wird es ganz schnell dann zu einer Straftat, dass sie da Dienstgeheimnisse verraten und ähnliches. So, aber wer ist denn die Gesellschaft? Das ist eine Frage, die ich jetzt hier nicht beantworten kann, aber die durchaus immer mal wieder vielleicht mal gestellt werden sollte, wenn von der Gesellschaft die Rede ist. So, was ist jetzt aber das Problem an der ganzen Sache? Ja, ich meine, wenn Sie kommen zu Ihrem Chef und zu Ihrem Kunden und sagen, da und da ist ein ethisches Problem, ja, dann kann es durchaus sein, dass der Kunde sagt oder der Chef sagt, so what, ist mir egal oder ja, Sie haben recht, irgendwann mal kümmere ich mich drum, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen oder solche Sachen nicht. Also, Sie haben kein starkes Mittel in der Hand, wenn Sie auf ethische Probleme aufmerksam machen. Auch eine gewisse Beliebigkeit, ja, wenn Sie sagen, also Immanuel Kant hat in seiner ethischen Betrachtung das aber so und so gesehen, dann wird Ihr Chef oder Ihr Kunde sicherlich nicht besonders beeindruckt sein. Also er wird vielleicht beeindruckt sein von Ihrem Allgemeinwissen, aber er wird nicht beeindruckt sein von der Argumentation. Und das ist nun mal der Unterschied zwischen ethisch und rechtlich. Verrechtlichung in Paragraphen, Strafgesetzbuch beispielsweise oder Zivilrecht oder im öffentlichen Dienst auch Dienstrecht. Das hat Konsequenzen, wenn man dagegen verstößt. Wenn man gegen rein ethische Prinzipien verstößt, hat das erstmal keine Konsequenzen. Höchstens beispielsweise, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und die Kunden dann aus ethischer Sicht dann den Anbieter abstrafen, indem sie dort nicht mehr kaufen oder solche Sachen. Da gab es zum Beispiel mal, kann ich mich erinnern, Mitte der 90er Jahre, da hat Greenpeace mal die Firma Shell angeklagt, weil sie, also das finde ich unter dem Stichwort Brand Spar, weil sie eine nicht mehr gebrauchte Ölplattform in der Nordsee versenken wollte, obwohl da noch Restöl drin war, Rohöl noch. Reste drin waren und so weiter. Und dann Greenpeace hatte eine massive Kampagne gefahren. Viele, viele Menschen sind darauf angesprungen, haben nicht mehr bei Shell getankt, sondern bei anderen. Und daraufhin ist Shell dann irgendwann eingeknickt und hat diese Plattform dann an Land geschleppt und dann dort entsorgt. Aber wie sich dann herausgestellt hat, war das, was Shell eigentlich vorhatte, die aus ökologischer Sicht wohl beste Möglichkeit, die da überhaupt möglich war. Ja. Also Sie sehen, das Ganze mit den ethischen Abstrafungen ist durchaus zweischneidig. Natürlich kann der Kunde, der Chef, Sie einfach abwimmeln, dann haben Sie gar nichts erreicht und im schlimmsten Fall sind Sie negativ aufgefallen und müssen gegebenenfalls dann noch, wenn Sie an die Öffentlichkeit beispielsweise treten, mit rechtlichen Konsequenzen selber rechnen. Wie kann die Schlagkraft von ethischen Bedingungen gesteigert werden? Indem sie in Rechtssetzungen umgewandelt wird, indem aus Ethik Recht wird, was ja durchaus auch häufig passiert, dass es aus ethischen Diskussionen da neue Paragraphen entstehen oder eben wie jetzt bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, Brand Spar,
dass ethische Bedenken durch öffentlichen Druck dann entsprechend gewisse Schlagkraft bekommen. So, was heißt Rechtsetzung statt ethischer Bedenken? Das heißt eben, dass ich mich nicht mehr auf Immanuel Kant berufen muss oder auf Aristoteles oder auf wen auch immer, sondern ich kann sagen, hey Chef, hey Kunde, wenn Sie das wirklich so machen, machen Sie sich strafbar, ich mache mich strafbar und außerdem haben wir dann auch noch zivilrechtliche Klagen zu befürchten. Ja, das ist natürlich was ganz was anderes, eine ganz andere Position, als wenn ich nur sagen könnte, hören Sie mal, der Immanuel Kant hat das aber ganz anders gesehen. Nicht? Da sieht man den Unterschied. So, das möchte ich dann, nachdem ich das alles so versucht habe, hier zu analysieren, möchte ich das dann noch eine entsprechende Bemerkung dazu machen. Das ist jetzt etwas, was ich finde. Aber ich glaube, dass das nicht einfach nur so eine persönliche Schule ist, sondern dass das durchaus eine sehr valide, nicht nur vertretbare, sondern mehr als nur vertretbare, sondern durchaus stichhaltige Sichtweise ist. Ich finde, dass, also nicht nur Informatiker, sondern eben auch Mediziner und so weiter, dass wir mit ethischen Anforderungen in unserer Praxis konfrontiert werden. Ich finde, das heißt, dass die Gesellschaft ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, dass die ethischen Probleme, die ethischen Dilemmata nicht ausreichend in Recht umgesetzt worden sind. Also einerseits in Paragraphen und andererseits in Hinweise, Instruktionen, Normierungen zum Beispiel. Dass das eben entsprechend bei solchen Themen fehlt. Ich möchte ein Beispiel aus der Medizin nehmen, Triage. Es war vor ein paar Jahren wegen Corona ein wichtiges Thema. Die Frage ist, was machen wir, was macht der Stationschef, wenn es nicht für alle Fälle, die eingekommen sind, ein Beatmungsgerät auf der Intensivstation gibt? Was soll man dann machen? Wem soll man dann das Gerät geben? Und soweit ich informiert bin, ist die Situation heute immer noch so wie damals, dass keine Gesetzgebung dazu passiert ist. Also korrigieren Sie mich vielleicht, wenn ich da etwas übersehen habe, aber meines Wissens hat es dazu keine Gesetzgebung gegeben. Das heißt also, wenn ein Arzt eine Entscheidung trifft, egal wie er die Entscheidung trifft, er muss immer damit rechnen, dass er von den Angehörigen desjenigen, dem er das Beatmungsgerät verweigert hat, vor Gericht gezerrt wird, angeklagt wird und vielleicht vor dem Gericht verurteilt wird, weil es keine Rechtsetzung dazu gibt, die dem Mediziner sagt, was muss er entscheiden, wie muss er entscheiden, damit er rechtlich auf der sicheren Seite ist. Und ich persönlich finde das einen inakzeptablen, unhaltbaren Zustand, dass Praktiker, so wie auch wir Informatiker, da von der Gesellschaft alleingelassen werden. Wir müssen handeln, wir müssen Entscheidungen treffen, wir haben aber keinen Rechtsrahmen, aus dem wir entscheiden können, aus dem wir ersehen können, wie müssen wir die Entscheidung treffen, damit wir nicht mit einem Bein im Gefängnis sind. Man kann natürlich sagen, naja, sowas wird es immer geben, aber ich meine, wir reden hier über Fälle wie beispielsweise Triage, wo mehr als genug Zeit und mehr als genug Fallbeispiele vorhanden sind, um eine Entscheidung zu treffen, wie die Rechtsetzung aussehen soll. So, das war jetzt Teil 1. Das war mehr meine Aufarbeitung des Themas. Ich möchte jetzt eine andere Aufarbeitung ansprechen, kurz einen Überblick geben. Das ist wieder ein Buch, geschrieben von mehreren Autoren aus der Informatik, also nicht aus der Philosophie Ethik, sondern aus der Informatik. Also vier Autoren, Weber, Wolf et al. Diese Frau Deborah Weber-Wolf ist vielleicht Ihnen bekannt dadurch, dass sie bei Plagiatscheck ganz am Anfang eine große Rolle gespielt hat, dafür zu sorgen, dass diverse Doktorarbeiten einem Plagiatscheck unterzogen worden sind und dass das dann auch Konsequenzen hatte, dass das den betroffenen Leuten, also den plagiierenden Leuten, dann der Doktortitel entzogen worden ist. Ja, die ersten prominenten Opfer waren immerhin zwei Bundesminister, der Bundesminister der Verteidigung damals zu Gutenberg und die Bildungsministerin Schavan. Das letzte mir
bekannte öffentliche Beispiel war die auch eine Bundesministerin für Familie, glaube ich, die bis gestern regierende Bürgermeisterin von Berlin war. Heute habe ich im Radio gehört, ist der neue Bürgermeister, regierende Bürgermeister von Berlin gewählt worden und sie ist noch Wirtschaftsministerin, war damals Bundesfamilienministerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, also das geht alles, das ist sehr stark alles Verdienst, natürlich nicht nur von der Frau Weber-Wulff, aber sehr starkes Verdienst von ihr. Ist Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaft oder an der Hochschule für Wissenschaft und Technik, eins von beiden, in Berlin. Und die anderen drei sind natürlich auch da ausgewiesen, die anderen drei Autoren, die ich jetzt hier auf der Folie nicht genannt habe. So, wie gehe ich jetzt hier vor? Ich nehme das mal in diesem Beispiel her. Das Buch besteht aus mehreren Fallbeispielen, nummeriert, mehr als 2 Dutzend Fallbeispielen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass in jedem Fallbeispiel potenziell mehrere ethische Probleme drin thematisiert werden und umgekehrt dasselbe ethische Problem in mehreren Fallbeispielen drin. Und ich habe mir die Mühe gemacht, sozusagen die Matrix mal herauszuextrahieren, in welche ethische Probleme gibt es in welchen Fallbeispielen. Und das gehe ich dann der Reihe nach durch, und zwar thematisch geordnet. Das heißt also ein ethisches Problem nach dem anderen und benenne da jeweils die Fallbeispiele, in denen ich dieses ethische Problem gefunden habe. Das Buch geht in Nummerierung die Fälle durch. Ich gehe hier ohne Nummerierung die ethischen Probleme, die in diesen Fällen thematisiert werden, durch. So, und ein Punkt zum Beispiel ist militärische Nutzbarkeit, wobei ich auch hier wieder sagen muss, dass das in meisten Kulturen nicht als Problem angesehen wird. Wir haben nun mal durch unsere Geschichte eine spezifische Beziehung zu unseren bewaffneten Streitkräften, zur Bundeswehr. Und das ist anderswo eine völlig andere. Anderswo ist es typischerweise völlig unbelastet. Da brauchen Sie gar nicht weit schauen. Da brauchen Sie sich nur die Länder anschauen, die um uns herum, mit denen wir eine Grenze haben, auch neutrale Länder wie die Schweiz beispielsweise. Also dort ist man ganz, gibt es eine ganz andere Beziehung zum Militär, auch zu Geheimdiensten und so weiter, zur Verteidigung, auch zu Eingreiftruppen und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Art von ethischen Problemen ist durchaus kulturspezifisch. Wir gehen so ein paar solche unethischen Zielsetzungen durch. Zum Beispiel ist das eine unethische Zielsetzung, zumindest in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis. Menschen über den Tisch ziehen wird auch nicht überall so richtig als ethisches Problem gesehen, weil in Bereichen, wo man davon ausgeht, dass der Mensch seine Entsche dass die dass die freie Entscheidung eines Menschen das Höchste ist und dass auch dann, wenn der Mensch über den Tisch gezogen ist, diese freie Entscheidung des Menschen, auch wenn sie über den Tisch gezogen ist, das Höchste ist, da ist das natürlich, wird das auch nicht als ethisches Problem angesehen. Hier sehen Sie so ein paar Beispiele. In einem der Fallbeispiele sehen Sie diese Ausprägung des Themas Mensch über den Tisch ziehen. In einem anderen Fallbeispiel sehen Sie das, dass man Menschen ausleuchtet und dann daraufhin versucht, sie auf der Basis dieses Wissens über den Tisch ziehen, was wahrscheinlich schon in den Kulturkreisen eher, nicht nur bei uns, wichtig ist, ist natürlich immer dann, wenn es um Schutzbefohlene aller Art, insbesondere Minderjährige geht. So, gehen wir weiter. Zum Beispiel gibt es das Thema Datenschutz, kommt in mehreren der Fallbeispiele vor. Also Sie sehen, es sind letztendlich immer wieder dieselben Themen, nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Das
Das hatten wir eigentlich schon alles gehabt, auch von der rechtlichen Seite. Jetzt, Sie sehen, die Grenzen zwischen rechtlich und ethisch sind fließend, dass in einem Buch über Ethik dann durchaus natürlich auf den Rechtsrahmen eingegangen wird, als sozusagen als eine Art von Kondensierung von Ethik. Das Recht verstanden, man kann man ja verstehen als eine Kondensierung von Ethik. Das kennen wir alle schon. Und was es da an Versuchungen gibt, haben wir schon auch schon im rechtlichen Rahmen diskutiert. Brauchen wir jetzt hier nicht nochmal zu diskutieren. Ein interessanter Punkt, den wir jetzt nicht behandelt haben im rechtlichen Rahmen, weil es da keine spezielle, meines Wissens keine spezielle Rechtsetzung gibt, ist zum Beispiel Umgang mit Menschen, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind. Ja, das Buch ist etwas älter, redet von Behinderung. Heute würde man vielleicht eher von Einschränkungen reden. Zum Beispiel Sehbehinderung. Das hat natürlich sehr viel mit Informatik zu tun. Ja, zum Beispiel auf dem Smartphone kleine Schrift etwa oder ganz einfach zum Beispiel Farbgebung, dass sie durch Farben etwas signalisieren. Sie würden beispielsweise gerne durch die Farben Rot und Grün signalisieren, positiv und negativ. Einer umgekehrt natürlich, Rot ist negativ, Grün ist positiv. Aber schätzungsweise 10 bis 15% aller Menschen sind rot-grün blind. Ja, für die wäre das dann nicht in dem Sinne barrierefrei, beispielsweise. Mensch, es gibt auch einen Fall Null, wie sich das für Informatiker gehört. Fangen die an mit Null zu zählen, aber das ist sozusagen ein einstimmender Fall, bevor es zu den richtigen Fällen gibt. Geht zum Beispiel, das ist natürlich nicht etwas, was man als Behinderung oder Einschränkung ansehen würde, aber im Zusammenhang mit Informatik mit IT ist das natürlich eine Behinderung, eine Einschränkung, wenn die IT-Identifizierung nicht in der Lage ist, sie beispielsweise über ihren Fingerabdruck biometrisch zu identifizieren. Ja, fällt dann auch unter diese, im wahrsten des Wortes, Barrierefreiheit. Ja, wenn ihr Fingerabdruck nicht identifizierbar ist, dann macht die Barriere nicht für sie auf. Großes Thema natürlich immer Geldgeber mit eigenen Interessen, Konflikte mit den Interessen des Geldgebers, zum Beispiel Schleichwerbung, dass sie zum Beispiel Videos drehen, auf einer entsprechenden Videoplattform hochladen und sie kriegen da, und da kommen Produkte drin vor, so richtig sichtbar und hörbar, also mindestens eins von beiden sichtbar oder hörbar. Und sie geben nicht an, dass da Produktplatzierung drin vorkommt. Dann würde man von Schleichwerbung sprechen. Dasselbe natürlich auch im politischen Bereich, nicht nur im kommerziellen Bereich. Auch das natürlich, dass der Geldgeber gerne dann die Daten hätte und so weiter und so fort. Denken Sie daran, dass auch nicht kommerzielle Aktivitäten Geld brauchen. Ja, nicht staatliche Organisationen, gemeinnützige Vereine, Kirchen, alle brauchen Geld, um ihre Aktivitäten, seien sie noch so gesellschaftlich positiv zu bewerten, um diese Aktivitäten tatsächlich durchzuführen. Nicht regierungs- ehrenamtliche Projekte, Sportverein, Gesangsverein, soziales Engagement, ökologisches Engagement, egal wer, sie alle brauchen Geld und auch natürlich in diesem Bereich. Und das heißt, es gibt immer auch dort einen entsprechenden Interessenkonflikt. Denken Sie nur an solche Sachen wie hier an der TU Darmstadt, dass es ja einzelne Hörsäle gibt, die benannt sind nach irgendwelchen Unternehmen oder nach Produkten von irgendwelchen Unternehmen, wo dann das Unternehmen Geld gegeben hat und den Anspruch dann darauf hat, dass dieser Hörsaal immer so benannt wird und nicht einfach mit seiner Nummer wie alle anderen Hörsäle und Seminarräume auch. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel hier in unmittelbarer Nähe. Plagiate. Ja, machen Sie sich klar, dass Plagiate haben natürlich, da denkt man immer an irgendwelche
langen Texte, ja, Doktorarbeiten, Abschlussarbeiten, Studienarbeiten vielleicht, Seminarausarbeitungen oder ähnliches. Aber wir reden davon ja schon im ersten Fachsemester, im zweiten Fachsemester und so weiter bei den Hausaufgaben, dass auch da Plagiate durchaus ein Thema sein sollten. Hier ist natürlich dann besonders schwierig mit der Grenzziehung. Also bei Abschlussarbeiten ist es manchmal schwierig mit der Grenzziehung, wenn Sie in einem Projekt mitarbeiten und in diesem Projekt Ihre Abschlussarbeit oder Ihre Studienarbeit oder Ihre Doktorarbeit erstellen, dann ist es oftmals schwierig, der Abgrenzung, was stammt jetzt wirklich von Ihnen, was stammt von anderen, was stammt von Zuarbeitern. Sie sind vielleicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, schreiben an Ihrer Doktorarbeit und arbeiten und leiten Studierende an und dann kommen irgendwelche Arbeiten, die die Studierenden gemacht haben oder irgendwelche Ideen, die die Studierenden hatten, dann in ihre Doktorarbeit rein oder umgekehrt. Dass sie manches in ihrer Arbeit drin haben, was von ihrem Betreuer oder ihrer Betreuerin kommt. Das ist oftmals schwierig, die Grenze. Eben wenn man in irgendeiner Form unter Betreuung oder im Projekt irgendwie halt im Team arbeitet. Das ist alles, es wird häufig Betrug genannt, Plagiat, aber es ist kein Betrug im Sinne des Strafgesetzbuches. Betrug ist, wenn Geld oder geldwerte Sachen nicht mehr da sind, nicht mehr da sind, nicht mehr im Besitz von demjenigen sind, in dessen Besitz sie sein sollten, salopp gesagt. Ja, aber so ein Fall haben wir nicht. In Deutschland ist das nicht belangbar, also zumindest nicht im öffentlich-rechtlichen Bereich, an staatlichen Universitäten, im privaten Bereich. Wenn Sie an einer privaten Universität studieren, dann schließen Sie einen ganz normalen zivilrechtlichen Vertrag ab. Und dieser Vertrag könnte natürlich schon irgendwelche Konventionalstrafen, irgendwelche Art vorsehen, wenn Sie des Plagiats überführt worden sind. Aber im öffentlichen rechtlichen Bereich gilt Verwaltungsrecht und nicht Zivilrecht. Und da ist so etwas nicht vorgesehen. Und das Strafrecht gilt natürlich auch, aber wie gesagt, das fällt nicht unter den Betrugsparagraphen, auch wenn man im Alltag gerne von Betrug dabei redet. Es ist kein Betrug im strafrechtlichen Sinne. So, das hatten wir jetzt gesagt. Es gibt natürlich gibt hier denn eben keine strafrechtlichen, keine zivilrechtlichen Maßnahmen. Es gibt disziplinarische Maßnahmen, die aber auch wehtun können. Ja. Angefangen damit, dass Ihnen, wenn Sie bei einem Plagiat, bei einer Hausübung erwischt werden, dass Ihnen dann die Punkte für die Hausübung oder für diesen Teil der Hausübung aberkannt werden, ein bisschen, dass Ihnen die ganze Studienleistung aberkannt wird, wenn Sie bei der Prüfung beim Plagiat erwischt werden, bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel also erwischt werden, dass Ihnen die Prüfung aberkannt wird, im schlimmsten Fall sogar, dass Sie etwa auch im Wiederholungsfall oder wenn Geld geflossen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu härteren Maßnahmen kommt, bis hin zu einer Exmatrikulation. Aber darüber hinaus dann eben auch gibt es keine Maßnahmen mehr. So, in zwei der Fallbeispiele wird thematisiert, dass es oft leicht ist, zu plagiieren. Das ist oft besonders, also dass man schon sehr, sehr resistent sein muss, um nicht der Versuchung zu widerstehen. Ja, zum Beispiel eben in solchen Bereichen hier. Oder etwa, wenn Lehrende Aufgaben verwenden, die sie schon mal gestellt haben, vor 2 Jahren oder aus früheren Jahren, eben solche Themen wieder verwenden und so weiter und so fort. Oder auch wenn ich in der AUD die Aufgabe stellen würde, implementieren Sie den Algorithmus von Dijkstra. Dann kann ich mir vorstellen, irgendwas passiert. Die ganzen Teilnehmenden sucht erstmal im Internet nach Implementationen von Dijkstra in der entsprechenden Programmiersprache, wird sicherlich fündig. Und dann habe ich einen Haufen von Plagiaten als Abgabe. Gut, das Thema ChatGPT ist noch ein bisschen zu frisch. Da sehe ich noch keine Handhabe, um mich dazu zu äußern. Aber es gibt auch andere Situationen, wo Plagiate, wo die Verführung groß ist zu plagiieren, wo die Gelegenheit
Großes zu plagiieren, nämlich zum Beispiel, sie erzählen anderen Leuten von dem, was sie sich so gerade in der Forschung überlegen oder in ihrer Abschlussarbeit überlegen, und das übernehmen dann andere für ihre eigene Arbeit. So, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, was machen wir? Sollen wir wegschauen bei Fehlverhalten? Beziehungsweise, wir können vielleicht nicht mehr so richtig wegschauen, wenn es Beschwerden gibt, ja? Also, in meinen Lehrveranstaltungen im Grundstudium, FOP und AUD, Informatik 1, Informatik 2 vor allem, da so lege ich schon Wert darauf, dass wir Plagiate verfolgen. Solange ich das noch nicht gemacht habe, habe ich immer wieder Beschwerden gekriegt, dieser Art, dass Leute sich redlich bemüht haben, aber die Studienleistung nicht geschafft haben oder den Bonus nicht geschafft haben, während andere einfach nur hirnlos abgeschrieben haben und dann die Studienleistung geschafft haben, den und den Bonus geschafft haben. Ja, ist natürlich eine sehr, sehr missliche Situation, wenn es sogar so weit kommt, dass sich Leute beschweren. Ein weiterer Punkt ist dabei, wenn es wirklich ein Massenphänomen ist, dass Studierende in ihrer Lehrveranstaltung abschreiben, dass sie dann einen völlig falschen Eindruck, einen viel zu guten Eindruck davon bekommen, was der Leistungsstand der Gruppe ist. Und das setzt dann schnell einen Teufelskreis in Gange. Ja? Ihre Aufgaben sind so schwer. Es schreiben alle ab. Sie haben den Eindruck, dass die Aufgaben also eher leicht sind. Sie machen die Aufgaben noch schwerer. Die Leute schreiben noch mehr ab und so weiter und so fort. Ja, und das Problem an der Sache ist, nicht alle Dozierenden in einer Institution und auch, also sind da so hinterher, und die Fachbereichsleitungen oder die Universitätsleitungen, für die ist es auch oft kein Thema. Oh, ein anderes Thema, was in der Wissenschaft dann auch vor allem eine Rolle spielt, das wird für Sie interessant werden bei Ihren Abschlussarbeiten, bei der Staatsexamen, bei der Hausarbeit im Staatsexamen oder auch vorher schon bei Studienarbeiten, Hausarbeiten oder beziehungsweise diejenigen, von denen die berufliche Schule studieren, dann entsprechend bei Bachelor- und Masterarbeit. Sie werden vielleicht da irgendwo mal empirisch arbeiten, ja, sei es empirisch, dass sie Computerprogramme schreiben und deren Leistungsfähigkeit durch Computertests, durch Lauftests versuchen zu evaluieren, oder sei es, dass sie mit menschlichen Probanden und Probandinnen arbeiten. Alles, was eben empirischer Natur ist. Und häufig ist es halt so, wahrscheinlich sehr viel häufiger als umgekehrt, dass das Ergebnis, was herauskommt, nicht so überzeugend ist. Nicht so, dass Sie da wirklich eine tolle Arbeit drüber schreiben können, wo Sie dann wirklich so richtig schön gut dastehen in Ihrer Arbeit, dass Sie da ein tolles Ergebnis haben, sondern oft ist es doch das, was herausgekommen ist, langweilig. Und wenn Sie promovieren wollen, werden Sie auch schauen müssen, dass Sie Ihre Ergebnisse publizieren, in Zeitschriften beispielsweise. Aber langweilige Ergebnisse werden in der Regel nicht publiziert, sodass Sie da also ein Problem haben. Ein anderer Punkt ist, dass Banalität eigentlich, aber passiert schon, glaube ich, ziemlich häufig. Ja, Sie haben einen festen Termin, wo Sie die Veröffentlichung einreichen müssen, zum Beispiel zu einer Konferenz. Und bis dahin ist nicht rechtzeitig das, was Sie dafür brauchen, an Studienergebnissen da, sodass Sie also da versucht sind, auch ein bisschen zu schönen. Ja, also es geht hier darum, dass man die Daten ein bisschen, man sagt auch manchmal, dass man die Daten ein bisschen massiert, damit sie dann also ein bisschen abändert, damit das Ergebnis schöner, eindrucksvoller, überzeugender, publizierbarer ist, als es eigentlich ursprünglich ist. So, wenn ein immer wieder relevantes Thema, vor allem natürlich im Bereich IT-Sicherheit selbst, nehmen wir mal an, Sie haben eine Sicherheitslücke gefunden. Sie sehen, das ist in dem Buch gleich, kommt das in vier verschiedenen Fallbeispielen vor.
Nehmen wir an, Sie sind in irgendwie Außenstehender, wie zum Beispiel ein Kunde. Was sollen Sie machen, wenn Sie da eine Sicherheitslücke gefunden haben? Auf jeden Fall, es gibt so diesen Spruch, Meldung macht frei. Auf jeden Fall so schnell wie möglich melden, auch wenn es nur ein Verdacht ist. Ganz, ganz wichtig, nicht weitere Nachforschungen anstellen. Denn Nachforschungen anstellen heißt im Grunde das machen, was eben auch ein Hacker machen würde. Gucken, ob man reinkommt, gucken, ob man weitere sensible Daten herausziehen kann und so weiter und so fort. Und dann sind sie ganz, ganz schnell da selber der Schuldige. Und wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, also erstmal natürlich immer Eskalationsstufe ganz unten beginnen, erstmal natürlich den Betreiber informieren. Wenn es eine ernsthaftere Sache ist, vielleicht auch gleich schon den Datenschutzbeauftragten. Oder es eben eskalieren lassen, wenn Sie merken, dass der Betreiber nicht reagiert, dann eben den zuständigen Datenschutzbeauftragten einschalten. Und wenn es gar nicht anders geht, dann die entsprechenden Abteilungen bei der Kriminalpolizei. So, das ist das, was Kunden oder andere Außenstehende machen sollten. Ich zitiere natürlich immer hier aus diesem Buch. Beziehungsweise ich zitiere natürlich nicht wörtlich, wie Sie sehen, sondern ich entnehme daraus. So, was soll ein IT-Mitarbeiter jetzt machen, wenn zum Beispiel eine Sicherheitslücke gefunden ist? Und dann ist natürlich das Problem, es gibt keine Zeit, die Sicherheitslücke zu schließen. Der Abgabetermin für die Software ist sehr, sehr schwer. Es gibt kein Budget dafür. Das Budget für das Projekt ist schon verplant, sofern es nicht sowieso schon aufgebraucht ist. Es gibt kein Budget dafür, die Sicherheitslücke zu schließen, dazu und weiter zu verfolgen, was da eigentlich passiert ist und das entsprechend zu beheben. Dann ist es natürlich auch noch eine Komplikation. Immer die Frage, ist das jetzt meine Schuld oder ist das die von jemand anders? Könnte sogar sein, dass es nicht mal in der eigenen Schuld, in der eigenen Firma der Schuldige ist, sondern bei einer zuarbeitenden Firma. Und vielleicht gibt es da ohnehin schon eingespanntes Verhältnis. Ja, dann haben Sie das Problem, wenn Sie beispielsweise dem Kunden die Schuld geben, dass bei dem die Sicherheitslücke auftritt, dass Sie diesen Kunden potenziell verlieren, dass der Kunde gar nicht daran denkt, da jetzt weiter in Richtung Schließung der Sicherheitslücke nachzudenken, sondern eben sagt, okay, wenn ihr hier euch so querstellt, dann mache ich halt mit einer anderen Firma weiter. Es gibt genug andere Firmen, die sich nicht so querstellen. So. Damit bin ich mit diesem Buch auch schon durch. Also, das ist natürlich ein ganzes Buch mit hunderten Seiten. Und die Fallbeispiele werden halt sehr, sehr breit ausgerollt mit Personen, mit konkreten handelnden Personen, mit konkreten Umständen und so weiter und so fort. Und die Frage, die ich mir hier genommen habe in dem Abschnitt, den wir jetzt beendet haben, ist, dass ich das kondensiere zu dem sozusagen zu dem Abstrakten, was meines Erachtens wesentlich ist, was herausgenommen werden kann. Also das, was man vielleicht, wo man vielleicht Kontrollfragen formulieren würde nach jedem Abschnitt oder am Ende des Buches, so auf dem Niveau vielleicht. So, ich möchte noch ein weiteres Thema ansprechen, das auch in den Bereich Ethik hineingehört. Ich denke, die Überschrift spricht für sich. Sie können zur weiteren Recherche auch das Wort Sozioinformatik verwenden und bekommen da auch noch einiges dazu. So, Kaviar. Kaviar ist im angelsächsischen Bereich ein häufig gerne verwendetes Wort, manchmal auch im Deutschen. Also gerade in einer Disziplin, die so angelsächsisch geprägt ist wie die Informatik, kann es nicht schaden, auch solcher gern verwendeten angelsächsischen Formulierungen mal gesehen zu haben. Heißt so viel wie Achtung, Vorsicht, aufpassen, genau hinschauen und so weiter. So, was für ein Kaviar haben wir? Also, das Problem ist, wir reden ja hier eigentlich doch über quantitative Sachen. Ökonomie ist typischerweise quantitativ, auch Ökologie. Natürlich eine große ökologische Sauerei ist wichtiger als eine kleine ökologische Sauerei etwa. Aber zunächst mal wird man das immer erstmal nur qualitativ benennen können, ohne das mit Zahlen versehen können.
Man wird es nicht immer quantifizieren können. Ja, vor allem die Konsequenzen nicht. Sie können quantifizieren, wie viel CO2-Ausstoß ein Rechenzentrum hat durch Kühlung und alles. Aber Sie können nicht quantifizieren, so ohne weiteres, was die ökologischen Konsequenzen aus diesem CO2-Ausstoß sind. Dass wir also hier bescheiden, ein bisschen bescheiden sein müssen bei den Schlussfolgerungen. Und zwar sowohl bei den Schlussfolgerungen in unmittelbarer Gegenwart, was es für jetzt bedeutet, als auch was es für die Zukunft bedeutet. Und mehr als das können wir in diesem Abschnitt hier, das muss die Basis sein für den ganzen Abschnitt hier, weil man weiter nicht kommen kann bisher. So, also, zunächst mal kann man sicherlich feststellen, dass für die gesamte Ökonomie, für die gesamte Gesellschaft im Grunde, aber natürlich insbesondere für die Ökonomie, die Informatik entscheidend ist. Also ich sage gerne, Sie kennen ja noch aus Corona-Zeiten den Begriff systemrelevant. Ich sage gerne, Informatik ist systemrelevant hoch zwei, weil es ist sogar für die systemrelevanten Bereiche ist Informatik systemrelevant. Und das führt natürlich zu ganz anderen Situationen hier, nicht? Das sehen Sie ja auch teilweise, wie wettbewerbsfähig die deutsche Ökonomie ist, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie gut wir im Bereich IT sind. Denn inzwischen ist es so, dass kaum ein ökonomischer Bereich sich noch irgendwie ohne fortgeschrittenste IT irgendwie denken lässt. Und natürlich geht es auch um zukünftig verschärfte Verteilungskämpfe. Das war teilweise sogar ein bisschen prophetisch. Es war erst gestern wieder eine Nachricht in den Medien, dass es inzwischen einen erheblichen Mangel in Deutschland an Antibiotika gibt. Ja, als ich diese Folie hier geschrieben habe, gab es diese Problematiken auch schon immer mal wieder, dass es Engpässe an verschiedenen Medikamenten gibt. Aber es scheint jetzt in den letzten Monaten sich deutlich verschärft zu haben. Aber diese Folie ist schon ein bisschen älter als die letzten paar Monate. Ja, ich meine, noch sind wir hier in einer Luxussituation in Deutschland, dass wir zu den Gewinnern oder zu den nicht ganz so starken Verlierern gehören. Am Ende verlieren ja wahrscheinlich alle, aber wir verlieren nicht so stark wie andere. Das kann aber auch durchaus sich mal umkehren, nicht? Wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter verlieren, dann wird das natürlich Konsequenzen haben. Die Konsequenz wird nicht nur sein, dass wir irgendwelche Luxus-Südfrüchte nicht mehr kaufen können, sondern es wird auch ans Eingemachte gehen, zum Beispiel in Medikamenten und ähnlich. Geht es ja schon. Wir reden schon von der Gegenwart. Wir reden nicht mehr nur von der Zukunft. So, das sind erstmal Thema ökonomische Konsequenzen. Reden wir über soziale Konsequenzen. Natürlich ist eine soziale Konsequenz Freisetzung von Arbeitskräften. Ja, Informatik dient häufig der Effizienzsteigerung, der Produktivitätssteigerung. Das heißt also, man kann dasselbe oder sogar mehr erreichen mit weniger Arbeitskräften. Einsparung von Arbeitskräften. Das beispielsweise Ersetzung durch Roboter, nicht? Das kennen Sie, durch unbemannte Drohnen, die vielleicht sogar autonom fliegen oder ähnliches. Und wie wir wissen, spätestens seit ChatGPT, aber eigentlich schon vorher, also diese Folie wurde auch erstellt, bevor das ChatGPT in aller Munde war. Da gab es ja auch schon immer irgendwelche Erkenntnisse, dass zum Beispiel einfache journalistische Arbeiten wie Sportberichte im Sport von Spielen oder so etwas Spielstand und wesentliche Informationen, wie das Spiel verlaufen ist, dass das inzwischen schon häufig automatisiert erstellt ist, sodass die entsprechend weniger Journalisten gebraucht werden und so weiter. Die Frage dabei ist natürlich die, erst einmal, bis jetzt war es ja eigentlich immer so, ja, es sind zwar weniger Menschen in der Landwirtschaft tätig als noch vor 100, 200 Jahren,
Aber dafür sind halt andere Jobs im urbanen Bereich, im technischen Bereich, im Dienstleistungsbereich und so weiter entstanden. Und es werden immer weniger Stellen möglichst in Fabriken. Ja, Fabriken arbeiten immer stärker automatisch. Aber dennoch reden wir jetzt gar nicht um, wir reden von eigentlich auch in Deutschland beispielsweise zurzeit von Vollbeschäftigung. Also hat es genug andere Jobs gegeben, die diese Jobs ersetzt haben. Wird es, die spannende Frage ist, wird es auch in dieser Revolution genauso sein, wo es halt einen breiten Angriff gibt. Ja, es ist nicht nur einzelne Sparten, wie beispielsweise Landwirtschaft in denen sehr stark Menschen ersetzt werden, sondern es ist gleich in ganzer Breite, in vielen, vielen Branchen, in vielen, vielen Tätigkeiten so, dass die Menschen jetzt mehr und mehr ersetzt werden können. Und wenn neue Stellen geschaffen werden, sind die Stellen geeignet für diejenigen, die freigesetzt werden. Ja? Die offensichtlich nehmen die intellektuellen Anforderungen zu. Also einfache Tätigkeiten werden ersetzt, wahrscheinlich gar nicht vollständig, sondern nur zum Teil ersetzt durch andere Tätigkeiten, die aber sehr, sehr hohe intellektuelle Anforderungen stellen. Ja? Passt das noch zusammen? Passen die Gegebenheiten der Menschen, die intellektuellen Gegebenheiten der Menschen noch zu den Anforderungen über die gesamte Bandbreite des Arbeitsmarktes zusammen. Oder vielleicht ist eine andere Möglichkeit die, dass man, was ja durchaus in den letzten ungefähr 10 Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr immer mal wieder diskutiert worden ist, ob man da nicht eben, wenn es unausweichlich ist, dass wir immer mehr Arbeitskräfte freisetzen und es wenig bis keine Möglichkeiten gibt, die anderweitig zu beschäftigen, wenn wir also tatsächlich jetzt in Richtung Massenarbeitslosigkeit noch stärker gehen als bisher. Wir haben ja schon einen gewissen Sockel an Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit auch in Deutschland. Ob wir da nicht ganz anders denken sollten, die Erwerbstätigkeit aus dem Zentrum des menschlichen Lebens herausnehmen, zu einer Randerscheinung sozusagen zu machen und im Zentrum eben in das Zentrum die Freizeit und die Familie zu stellen, beispielsweise durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich möchte jetzt diese Fragen überhaupt nicht beantworten, ich möchte diese Fragen hier nur anreißen. Eine weitere Konsequenz, die wir uns bewusst sein müssen, ist, dass es wahrscheinlich durch IT auch eine gewisse weitere, dass die Schere zwischen gebildet und ungebildet, zwischen reich und arm und so weiter, weiter aufgeht, eine weitere Spreizung. Zum Beispiel, dass Personen freigesetzt werden, zum Beispiel, dass es Leute gibt, die eben mehr Schwierigkeiten haben, mit IT umzugehen als andere. Das muss nicht nur das Thema barrierefrei sein, was wir hatten, zum Beispiel, aber eben auch zum Beispiel denken Sie an Ältere, die große Schwierigkeiten haben, mit der modernen Technik umzugehen oder an einfachere Menschen, an die vielen, vielen Menschen, die zwar jeden Tag mit dem Smartphone umgehen, aber eben nur auf sozialen Medien oder auf Chatkanälen sind und eben nur passive Konsumenten sind. Eine große Masse von passiven Konsumenten von IT sind und wenige, die dann tatsächlich richtig damit umgehen können, die das auch vielleicht irgendwann zu einer Machtbasis, zur Vermögensbasis haben. Inwieweit assistive Technologien hier ausreichend sind, sei mal dahingestellt. Also assistive Technologien finden Sie zum Beispiel im Zusammenhang mit GUIs. Ich denke, wenn Sie nach Assistive oder Assistiv suchen, werden Sie sehr schnell fündig, was es da so alles gibt. Ja. Im Sehbereich, im visuellen Bereich also, im audiellen Bereich, im Hörbereich, taktil, ja, denken Sie an Blindenschrift und entsprechende vergleichbare Sachen im IT-Bereich und so weiter. Bei dieser Spreizung der Gesellschaft ist natürlich so, wenn die IT-Kompetenz sehr stark vom Elternhaus abhängt, dann spreizt sich die Gesellschaft noch mehr, dass die Unterschiede zwischen arm und reich, zwischen ungebildet und gebildet, dadurch, dass die Kinder aus gebildeteren Elternhäusern eben auch mehr IT-Kompetenz mitbekommen, auch in der Schule, weil die Eltern
weil die gebildeten Eltern ihre Kinder eben auch in andere Schulen stecken als die ungebildeten Eltern in der Tendenz, dass sich dadurch auch die Schere noch weiter spreizt. Und beziehungsweise eben nicht nur für einzelne Personen, für Individuen, sondern auch über die Generation hinweg, für ganze Familien. Und dass die eher bildungsfernen Schichten vielleicht immer mehr abgehängt werden. Zum Beispiel, wenn man immer nur noch Textschnipsel oder vielleicht sogar nur wenig bis gar keinen Text mehr konsumiert, sondern eher nur noch Bilder, Sprachnachrichten und so weiter und kleine Textschnipsel vielleicht hier und da mal, dass das natürlich nicht das Verständnis langer, komplexer Texte eingeht, wie zum Beispiel Gesetzestexte oder ähnliches oder eben Lehrbücher beispielsweise. Ja. Also dass die Barriere zur Bildung dann nochmal ein Stück höher wird, als es ohnehin schon ist. So, auch politische Konsequenzen. Ja, das wissen Sie ja inzwischen. Die Möglichkeiten, Individuen zu kontrollieren, sind sehr stark gewachsen. Auf verschiedenste Weise. Das fängt schon mal damit an, dass Ihr Smartphone immer GPS-Daten berechnet und potenziell dann auch speichert, beziehungsweise gleich irgendwohin weiterschickt und so weiter. Dass also eine umfassende Überwachung möglich ist, Nudging möglich ist, etwas, das in der Volksrepublik China schon weit fortgeschritten ist, vielleicht auch in anderen Ländern, dass sie in dieser Überwachung Punkte bekommen für gutes oder für schlechtes Verhalten. Also das geht natürlich auch ohne IT, dass sie Negativpunkte bekommen, wenn sie bei Rot über die Ampel gehen. Das ging prinzipiell natürlich auch ohne IT, aber mit IT geht das Ganze natürlich viel, viel flächendeckender und sicherer und breiter. Dass sie dann vielleicht irgendwann, wenn sie zu viele negative Punkte angesammelt haben, dass sie dann potenziell kaltgestellt werden, ohne dass sie, also nicht ins Gefängnis, nicht in die psychiatrische Anstalt, gar nicht, sondern sie werden einfach dadurch kaltgestellt. Irgendwann, wenn sie zu viele negative politische Punkte haben, ja, zu oft die herrschende Regierung kritisiert oder irgend so etwas, dass sie dann einfach kaltgestellt werden, indem sie in ihrem Aktionsradius beschränkt sind, keine Möglichkeit mehr haben auf sozialen Medien ihre Meinung zu verbreiten, keine Möglichkeit mehr haben zu reisen und so weiter und so fort, sodass sie also dann ja, neutralisiert sind. Nicht so? Also, Sie können beide Energien nehmen? Ja, bitte. zu der Seite jetzt hier, das ist ja tatsächlich auch schon Realitätsunfall in China. Ja, Also, genau. genau, das Beispiel mit der Ampel, aber ich habe letztens gesehen erst, da wird tatsächlich dann auch direkt die Strafe vom Konto direkt abgebucht. Genau, auch sowas, dass Strafen gar nicht, dass sie keinen Strafbescheid, keinen Strafbefehl oder irgendwas kriegen, kein Urteil oder so etwas nach der Gerichtsverhandlung, sondern die Strafe wird einfach automatisch von ihrem Konto abgezogen. Ja, Sie haben voll und ganz recht. Noch nicht und hoffentlich nie in Deutschland, aber in anderen Teilen der Welt reden wir hier an dieser Stelle schon von der Realität. Sie haben voll und ganz recht. Dann geht es natürlich weiter. Das ist geradezu prophetisch, diese Folie. Auch diese Folie ist schon nicht erst in den letzten Monaten entstanden, aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten ist dieses Thema natürlich ganz groß gekommen. Sie haben vielleicht Bilder gesehen, der Papst in einem Wintermantel als ein Deepfake, das man eigentlich gar nicht mehr erkennen kann. Oder Donald Trump wird in Handschellen abgeführt und ähnliche Sachen. Also eigentlich jetzt neuerdings brauche ich diese Folie eigentlich gar nicht mehr erklären. Dass es keine nachweisbare Manipulation mehr gibt. Ja, es gibt da so Beispiele, vielleicht haben Sie das im Geschichtsunterricht gesehen, dass irgendwelche Fotos nachträglich retuschiert worden sind, dass Leute aus dem Foto rausretuschiert worden sind, aber mit den damaligen technischen Möglichkeiten war das durchaus noch erkennbar, meistens, dass es da eine Manipulation stattgefunden hat, aber heutzutage praktisch nicht mehr erkennbar. Ja, oder so etwas, ja. Dass es möglich ist, eine
eine Rede per Video aufzunehmen, dieses Video zu generieren von einem Politiker oder einer Politikerin, aber diese Rede wurde von dieser Person niemals gehalten. Und ja, dieses Bald hat sich jetzt erübrigt. Inzwischen ist es so, dass es von privaten Einzelnen oder auch Institutionen mit wenig Equipment erstellbar ist. Das ist jetzt Realität. Es war nicht Realität oder jedenfalls nicht weit verbreitet, bekannte Realität zu dem Zeitpunkt, als diese Folie erstellt worden ist. Jetzt ist es Realität. Das heißt natürlich, man kann nichts mehr glauben. Nicht? Ich meine, wenn Sie hören oder lesen, dass der Politiker X das und das gesagt hat, gibt ja keine Möglichkeit für Sie mehr zu sehen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und wenn dieser Politiker dementiert, dann kann auch dieses Dementi, ja, auch wenn es mit Video, im Video ist, mit dem Kopf, mit dem Gesicht des Politikers, kann das ebenfalls ein Deepfake sein. Also das heißt also, ein absoluter Vertrauensverlust in alle Quellen, in echte wie unechte Quellen. Das ist dann wohl die politische Konsequenz letztendlich, nicht? Weitere politische Konsequenz, elektronische Demokratie, dass wir IT für demokratische Prozesse nutzen, zum Beispiel für plebiszitäre Diskussionen, also Diskussionen, in denen viele Menschen, nicht nur gewählte Menschen, sondern alle Menschen, die wollen teilnehmen. Und das war mal so, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern oder ob Sie mal davon gehört haben. Es gab vor über 10 Jahren, gab es mal gewisse Erfolge von einer Partei, die hieß die Piraten, auch in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und eine der wesentlichen Sachen war, die wollten IT-basiert, haben auch viel gemacht, große Plattformen gebaut mit den damaligen Möglichkeiten, um IT-basiert plebiszitäre Elemente in die Politik zu bringen, mit großen Diskussionsforen, Abstimmungen und so weiter und so fort. Die Piraten sind dann aber ziemlich schnell wieder in die Versenkung verschwunden, treten, soweit ich sehe, auch mal zur Wahl an, aber bekommen nicht so viele Stimmen, dass sie irgendeine Rolle spielen könnten, dass sie überhaupt in ein Parlament in Deutschland ziehen können. Ja, also Diskussionen, Abstimmungen, ja, denken Sie an so Themen wie eine Umgehungsstraße zu bauen, hier in Darmstadt, irgendwelche baulichen Maßnahmen. Es gibt schon lange die Idee, den Darmbach wieder auszugraben, im Herrengarten beispielsweise. Ja, alles möglich, von solchen kleinen Sachen bis zu den ganz großen politischen Fragen, wie jetzt zum Beispiel, wie soll Deutschland umgehen mit dem Thema Ukraine und so weiter. So, ich habe das so formuliert. Kommt man so ins alte Athen oder ins alte Rom? Was heißt denn das? Ins alte Athen oder ins alte Rom? In Athen gab es tatsächlich so etwas, wenn man so will, wie in der plebiszitären Demokratie so etwas wie Regeln. Ja, es gab festgesetzte Treffen. Jeder freie Bürger wusste, wann diese Treffen sind, wo diese Treffen sind und konnte da hingehen. Es gab festgesetzte Regeln, wie lange jemand sprechen durfte und solche Sachen alles auch, alle möglichen festgesetzten Regeln. Während es im alten Rom völlig regellos lief, also natürlich nicht alles, aber aus dem alten Rom ist bekannt, dass irgendwelche Leute, einerseits offizielle Volkstribunen oder auch selbsternannte Volkstribunen, reiche Leute beispielsweise oder Armeeführer, sich einfach auf einen großen Platz gestellt haben, eine große Menschenmenge angelockt haben, eine Rede gehalten haben und dann Zustimmung durch lautes Rufen, Akklamationen bekommen haben und das sozusagen als Auftrag genommen haben, um jetzt ihre politische Sicht durchzusetzen. Ja, also deshalb habe ich Athen hier, Sie sehen, was ich schon gesagt habe, grün für positiv, rot für negativ. Ich habe auch hier jetzt nicht,
nicht berücksichtigt, dass es Rückgrünblindheit gibt, aber ich hoffe, durch den Unterschied in der Helligkeit der beiden Farben wenigstens erkennt man, dass es einen Unterschied gibt. Große Rede ist wieder ein Thema im Zusammenhang mit Klima. Also, wenn ich das richtig sehe, sind diese Folien, die ich hier jetzt präsentiere, von vorne bis hinten sehr, sehr prophetisch. Im Zusammenhang mit Klimawandel wird jetzt öfters ja mal die Forderung erhoben, dass die Politik das nicht alleine zu bestimmen hat, die Parlamente und die Regierung das nicht alleine zu bestimmen haben, sondern dass Räte aus irgendwie gebildeten Repräsentativen für die Bevölkerung, sei es per Losentscheid, sei es anders, dann eben eine, dass die mitbestimmen sollen oder sogar hauptbestimmt sein sollen. Wobei für mich als Kind des Kalten Krieges, ich bin da natürlich noch sensibilisiert, Räterepublik, Russisch, Sowjetunion, das sind die Konnotationen, die ich mit dem Begriff Räte so habe und das sind, wie Sie sich denken können, keine positiven Konnotationen. So, also da, sodass also die Frage ist, inwieweit ist das überhaupt noch mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar? Ja, wenn das diktatorische Charakter bekommt, dann sicherlich nicht mehr. Also ist es eine Chance, zu besseren Entscheidungen zu kommen oder ist es ein Risiko, zu einer schlechteren politischen Verfassung zu kommen und damit wahrscheinlich auch zu schlechteren Entscheidungen, zu mehr Interessensteuerung oder ähnlich. So, dann gibt es noch die ökologischen Konsequenzen. Wir wissen jetzt inzwischen alle, dass auch die IT einen hohen CO2-Ausstoß hat und zwar sogar einen überraschend hohen CO2-Ausstoß. Denken Sie an die ganzen Rechenzentren und denken Sie an die Millionen, Milliarden Endgeräte, die natürlich jeden Tag aufgeladen werden müssen und alles. Und die ganze Infrastruktur dazwischen, das alles verursacht eine ganze Menge CO2-Ausstoß, wobei CO2 ist inzwischen seit einigen Jahren so im Zentrum beim Thema Umweltverschmutzung. Aber natürlich gibt es auch noch andere Formen von Umweltverschmutzung. Und zumindest dieses Thema CO2-Ausstoß wird sich sicherlich noch jetzt, ich meine, es gibt einen unendlichen großen Bedarf an KI. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Ja. Das wächst ja immer mehr und dementsprechend wird immer mehr der Bedarf da sein, noch mehr und noch mehr Rechenzentren dafür zu bauen und so weiter. Elektroschrott ist natürlich ein Problem, Stoffe, die nicht so ohne weiteres entsorgt werden können, die dann häufig eben dort entsorgt werden, wo die Regierenden bereit sind, das für Geld machen zu lassen. Auch umgekehrt bei der Gewinnung nicht. Das Thema Batterie ist immer wieder ein Thema. Lithium beispielsweise als Grundstoff für bestimmte Arten von Batterien. Dass die Gewinnung der Rohstoffe auch schon umwelttechnisch extrem problematisch ist. So, aber auf der anderen Seite muss man auch feststellen, es gibt da sicherlich nicht nur Böses über die Informatik zu sagen, sondern es gibt sicherlich auch Gutes über die Informatik zu sagen. Was aber wiederum bedeutet, dass eben der Konsum auch gesteigert wird. Ja, wenn Sie mit Effizienzsteigerung Produkte billiger bekommen, sei es Nahrungsmittel, sei es Elektrogeräte, Möbel, was auch immer, dann ist sie dann Gefahr natürlich groß, dass sie dann entsprechend auch mehr konsumieren und dann auch überproportional viel weiteren Konsum haben und überproportional viel weiteren Umweltverschmutzung haben. Das ist also die positiven Effekte, die es zunächst mal gibt durch die Effizienzsteigerung, vielleicht sogar am Ende verschlimmert werden. So, das sind jetzt die ganzen Konsequenzen hier gewesen. Zum Abschluss, das werden wir heute sicherlich nicht mehr schaffen, möchte ich auf ein spezielles Thema zurückkommen. Auch hier wieder, wie es aussieht, die Folien prophetisch. Auch diese Folien sind jetzt im Kern schon 3 Jahre alt, als das Thema bei weitem noch nicht so virulent war wie heute. Aber ich denke, es fügt sich nahtlos in die heutige Diskussion ein, das Thema Algorithmen und KI, in Anführungszeichen künstliche Intelligenz,
maschinelles Lernen. Also wie gesagt, das werden wir heute sicherlich nicht mehr vollständig schaffen. Wenn ich schaue, wie viele Folien wir auf uns haben, das wird tatsächlich nächste Woche weitergeführt werden müssen. So, was ist ein Umgang mit Algorithmen? Warum betrachte ich Algorithmen und KI zusammen? Vor allem aus dem Grund, weil das gerne in der öffentlichen Diskussion ein bisschen durcheinander geschmissen wird. Und deshalb erscheint es sicherlich sinnvoll, das Ganze in einem Abschnitt abzuhandeln, auch voneinander zu trennen. So, was ist ein Algorithmus erstmal? Da habe ich die Wikipedia zu Rate gezogen. Eine eindeutige Handlungsvorschrift. Das kann in Form eines Computerprogramms, eines Quelltextes sein, in irgendeiner Programmiersprache. Das kann ein Kochrezept im Kochbuch sein. Das kann, wenn es eindeutig ist, kann es auch ein Video sein, das zeigt, wie man es macht eigentlich. Wobei das alles eben nur verschiedene verschiedene Darstellungsweisen des Algorithmus ist. Also wenn Sie ein Video sehen, wie man bei einem bestimmten Auto die Glühbirne vor dem Ablendlicht wechselt, dann ist der Algorithmus natürlich nicht das Video, gleich dem Video, sondern der Algorithmus ist das, was Sie im Video sehen. Genauso, wenn Sie einen Algorithmus im Quelltext geschrieben haben, ist der Algorithmus nicht gleich dem Quelltext, sondern der Quelltext in dem Algorithmus das, was Sie im Quelltext sehen. Ähnlich viele wohldefinierte Einzelschritte, klar. Kann zum Beispiel in ein Computerprogramm umgesetzt werden. Sie können Kochrezept natürlich auch in ein Computerprogramm umsetzen und der Computer Roboter kocht für Sie. Wir wissen das aus Lehrveranstaltungen wie der AOD, dass man solche Algorithmen natürlich nicht unbedingt nur programmieren muss, sondern man kann sie auch selber per Hand ausüben. So, der Kennzeichen von Algorithmen gegenüber anderen Arten von IT-Lösungen ist, Sie geben was ein, dann rechnet der Algorithmus und dann gibt er was aus und dann ist der Algorithmus zu Ende. Im Gegensatz beispielsweise zu einer Steuerung, zu einer Ampelsteuerung beispielsweise. Die ist ja prinzipiell darauf ausgelegt, unendlich lange zu laufen oder so lange, bis irgendjemand dann ein Interrupt gibt oder wie auch immer. Oder bis irgendwo ein Ausfall der Signalanlage ist. Aber potenziell erstmal ausgelegt für unendlich langen Lauf. Immer wieder dasselbe bei der Ampelsteuerung nicht. Und das ist beim Algorithmus was anderes. Eingabe, Laufen, Ausgabe, Ende. Das ist der Unterschied zwischen einem Algorithmus und einer Antwort, zum Beispiel Ampelsteuerung. So, was gibt es da? In der AOD kennen Sie zum Beispiel Sortieralgorithmen, Kürzungswege-Algorithmen. Zugangsmethoden für Datenstrukturen sind ja auch Algorithmen. Nicht, wenn Sie einen binären Baum beispielsweise haben oder eine Hash-Tabelle, ein Element einzuzufügen, ist dann auch der Aufruf eines Algorithmus, der eben diese Datenstruktur und das einzufügende Element als Input bekommt, als Eingabe bekommt, das dann einfügt, das Ergebnis in geeigneter Form zurückliefert und fertig. Und dann ist diese Zugriffsmethode beendet. Also passt auch in unser Schema von Algorithmen. In der Mathematik kennen Sie zum Beispiel den euklidischen Algorithmus, schon aus der Mittelstufe wahrscheinlich, oder zumindest aus der universitären Mathematik, dann einfach den Gauss-Algorithmus zu lösen, die da gleich Systeme kennen Sie vielleicht sogar aus der Schule und nicht erst von der Universität. So, was ist jetzt ein Algorithmus? Das ist das, was ich, so wie ich versuche, Leuten, die keine Ahnung von Informatik haben, zu erklären, was ist ein Algorithmus im Gegensatz zu anderen Formen von IT-Lösungen. Nämlich, ich versuche zu erklären in Form, indem ich die Verben aufzähle. Verben aufzähle, die mir so alles eingefallen sind, was Algorithmen so alles machen. Also die Frage, was ist ein Algorithmus, formuliere ich typischerweise in die Frage, was macht ein Algorithmus? Also welche Verben sind hier relevant? Das ist jetzt meine Auswahl von Verben. Alles, was mir so eingefallen ist, Ihre Auswahl kann sicherlich auch etwas anders aussehen. So, das heißt, wenn Sie sich das angucken, zum Beispiel wieder mit einer Datenstruktur, mit verschiedenen Zugriffsmethoden, ja, die alles arbeiten mit der Datenstruktur, wenn ein Programm mit einer Datenstruktur arbeitet, dann in Form von Aufruf- und Zugriffsmethoden.
Das heißt also, die Arbeit mit dieser Datenstruktur in einem Programm ist eine Abfolge von Algorithmen. Wir haben schon geklärt, Zugriffsmethoden sind das allerdings genauso in der Datenbank. Genau dasselbe aufeinanderfolge von Ausführungen von Zugriffsalgorithmen für das Datenbanksystem. Oder entsprechend auch Ampelsteuerung. Ja, ein Algorithmus, ein sehr einfacher Algorithmus, der von die eine Ampel von grün auf rot und die andere Ampel von rot auf grün schaltet, oder jetzt eine Wartezeit von 5 Sekunden, bis nachdem die eine Ampel auf rot geschaltet ist, dass die andere Ampel auf grün geschaltet werden darf und so weiter und so fort. Ja, also, Sie können es drehen, wenn Sie wollen. Denken Sie auch an ein interaktives Programm, wie zum Beispiel ein Office-Programm, Word oder Excel. Das Programm wartet, dann tun Sie was und daraufhin macht das Programm etwas, also führt einen Hintergrund, einen Algorithmus aus, und wenn es fertig ist, fängt es wieder an, auf Ihre Eingabe zu warten. Also, was immer Sie sich vorstellen als eine IT-Lösung, Software, Paket, wie auch immer, es ist letztendlich, der Ablauf der IT-Lösung ist letztendlich auf einer Aufeinanderfolge von Algorithmen. So. Zum Beispiel, wenn wir das vergleichen mit Musik, etwa der Algorithmus ist vielleicht vergleichbar der Melodie oder dem Leitmotiv in einem Musikstück, während die Implementation des Programms, also wo der Algorithmus implementiert wird, sollte ich vielleicht eher sagen, vielleicht dem Arrangement des Musikstücks entspricht. Also, wo dann genau Partitur festgelegt wird, welches Musikinstrument jetzt was genau in welchem Moment das Stück jetzt zu tun hat. Und dann die Ausführung des Programms ist dann vielleicht vergleichbar dem Spiel des Musikstücks entsprechend dieses Arrangements, entsprechend dieser Partitur. Wobei ich da noch darauf hinweisen möchte, nochmal, darauf weise ich auch schon in der FOP gerne hin. Und hier hatte ich, glaube ich, noch nicht darauf hingewiesen, aber in anderen Veranstaltungen. Wir sagen häufig, das Programm wird aufgerufen, das Programm läuft und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es ein Prozess, der auf Basis des Programms läuft und ausgeführt wird und so weiter. So, jetzt haben wir einiges dazu geklärt, was eigentlich Algorithmen sind. Vielleicht eine Ergänzung zu dem, was Sie in AUD zu dem Thema allgemein gesehen haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt also deckungsgleich, vermutlich nicht allzu deckungsgleich mit dem, was Sie in AUD zu dem Thema gesehen haben. Also jedenfalls bei mir nicht. So, was ist jetzt KI, künstliche Intelligenz? In der Informatik reden wir lieber von maschinellem Lernen. Das künstliche Intelligenz ist so irgendwie so ein Buzzword, nicht so ein Werbewort, so ein Marketingwort. Trifft die Sache auch nicht wirklich. Also, oder beziehungsweise, was heißt denn das eigentlich, künstliche Intelligenz? Wir haben maschinelles Lernen, ist ein eher zurückhaltendes technisches Wort, ohne große Marketing. Charakter und sagt aber ziemlich genau, worum es eigentlich wirklich geht. So, was haben wir für Anwendungsszenarien? Zum Beispiel Klassifikation berechnen, werden wir Beispiele sehen, Scores berechnen, werden wir Beispiele sehen, Identität, Ähnlichkeit feststellen, werden wir auch Beispiele dafür sehen. Was das heißt, jeweils eben auf den nächsten Folien. Fangen wir mal an, Klassifikation von Entitäten. Ich glaube, das Wort Entität hatte ich noch nicht hier in dieser Vorlesung, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich sage es sicherheitshalber nochmal. Entität ist eigentlich so etwas Ähnliches zu aller Welt, so wie Ding, Sache, Englisch Item oder so etwas. Nur, dass so Begriffe wie Ding oder Sache oder Objekt schon verschiedene Bedeutungen haben, während Entität eigentlich noch relativ frei von Bedeutung, relativ frei von Konnotationen, von emotionalen Konnotationen ist. Und deshalb ist es noch ganz gut geeignet, weil es noch nicht in anderen Formen gebraucht worden ist, nicht so stark gebraucht wird, hier den Begriff Entität zu verwenden, um eben alles Mögliche, ja, konkrete Dinge, abstrakte Konzepte, was auch immer, zu bezeichnen. So, was haben wir bei Klassifikation? Wir haben Klassen, zwei mindestens. Also eine Klassifikation mit nur einer Klasse ist natürlich langweilig. Und jede Entität wird genau einer dieser Klassen zugeordnet. Also denken Sie etwa
an Tiere, die liebe Tiere, die verschiedene Tierarten zugeordnet werden, Gummibärchen, die verschiedene Farbklassen zugeordnet werden, die roten, die gelben, die grünen und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt natürlich eine etwas ernsthaftere Klassifikation, nämlich es wird ein Bild gezeigt, es wird ein Bild aufgenommen und die Klassifikationsfrage ist: Ist das eine gefährliche Situation oder keine gefährliche Situation? Ein anderes Beispiel ist, wenn Sie zum Hautarzt gehen, dann wird der Hautarzt wahrscheinlich eine Menge Fotos machen von auffälligen Stellen bei Ihnen, die er dann durch das Software selber jagt oder einschickt, dass jemand in irgendeinem Labor das Ganze durch das Software gejagt wird. Und dann ist die Klassifikation erstmal, ob es überhaupt ein Tumor ist oder etwas anderes. Und wenn es ein Tumor ist, ob es ein guter oder ein bösartiger Tumor ist. Oder denken Sie an diese Art von Klassifikation. Sie haben einen großen Text und jedes einzelne Wort, das in diesem Text vorkommt, da soll die Wortart bestimmt werden. Oder einzelne Buchstaben, A, B, C bis Z, in einer Handschrift erkennen. Erstmal die einzelnen Buchstaben. Wenn Sie Handschrift schreiben, so Schreibschrift, dann sind die einzelnen Buchstaben natürlich nicht wie Druckschrift so schön voneinander getrennt, in der Regel. Das heißt also erstmal zu identifizieren, wo beginnt und endet eigentlich die Buchstabe und dann die Klassifikation, welcher Buchstabe ist das jetzt, A bis Z. So, was ist KI? Das ist jetzt ein größerer Punkt, der aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll in die Restzeit passt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle schließen. Und auf dieser Folie machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Jetzt möchte ich die Aufnahme beenden.